Dramatischer Appell einen Monat vor der Klimakonferenz COP27. UN-Generalsekretär Antonio Guterres bezeichnet die Anstrengungen gegen die Erderwärmung als einen, so wörtlich, Kampf um Leben und Tod für unsere Sicherheit heute und unser Überleben morgen. Ein Drittel Pakistans überflutet. Europas heißester Sommer seit 500 Jahren. Die Philippinen werden überschwemmt. Ganz Kuba ohne Strom. Und hier in den Vereinigten Staaten hat Hurricane Ian auf brutale Weise daran erinnert, dass kein Land und keine Wirtschaft vor der Klimakrise gefeit ist. Wir wissen, dass die Menschen und die Nationen jetzt unter den Schäden leiden. Sie brauchen jetzt sinnvolle Entscheidungen. Wenn wir nicht auf Verluste und Schäden reagieren, werden wir noch mehr Vertrauen verlieren und das Klima weiter schädigen. Dies ist ein moralischer Imperativ, der nicht ignoriert werden kann. Und die COP27 muss der Ort sein, an dem Maßnahmen zu Verlusten und Schäden getroffen werden. Die nächste Weltklimakonferenz COP27 findet vom 16. bis 18. November im ägyptischen Sharm el-Sheikh statt. Dann wird es vor allem um eine größere Unterstützung der wohlhabenden Länder für ärmere Staaten gehen, auch weil sie für einen Großteil der klimaschädlichen CO2-Emissionen verantwortlich sind.